Servus Leute, guckt mal, was ich hier gefunden habe. Ich bin mal ein bisschen rumgeflogen, habe mir überlegt, was kann ich denn jetzt eigentlich mal machen, weil irgendwie handeln klappt im Moment nicht, weil die Preise im Keller sind. Da habe ich mir gedacht, fliegst du doch einfach mal nach De Vries. Mal gucken, was da so los ist. Ich hoffe, das klappt jetzt auch perfekt. Erreiche System De Vries. Und was ich jetzt aber erstmal mache, ich speichere jetzt. Ich hoffe, dass das alles so klappt, wie ich möchte. Dann können wir hier nämlich einen Haufen Geld verdienen. Also ihr seht, das ist ein Arsch voll weit weg hier hinten. Nächstes Sprungtor. 187.000... Ne, Moment. Ne, 1, ja, über den Daumen gebrochen. 1,9 Millionen Kilometer sind wir gerade gesprungen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir doch hier bestimmt ein bisschen Geld verdienen können. Das hier ist so eine Sprungboje. Ja. Muss mal gucken, was wir hier alles so machen können. Hier finden wir bestimmt die eine oder andere Fraktion, der wir noch auf den Sack gehen können. Beziehungsweise werden wir hoffentlich auch ein paar Fraktionen finden, die uns noch wohlgesonnen sind. Und denen, mit denen wir auch ein bisschen Handel treiben können. Ich hatte ja in der letzten Folge mal so ein bisschen Fusionsreaktoren und sowas gekauft. Ich denke mal, dass sie das hier eventuell ganz gut gebrauchen können. Aber was sind das hier eigentlich für Asteroiden? Was ist da Zeug drin? Blutrote Felsen. Müsste wahrscheinlich. Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Ja, hier ist überall Zeug drin. Das werden wir dann demnächst mal in Angriff nehmen. Moment. Und uns, erreiche blutrote Felsen. Und werden uns mal ein Abbauschiff besorgen. Weil diese ganzen Asteroidenfälle, das ist ja quasi pures Gold. Da ist ja überall ein Arsch voll Geld drin. Das quasi nur darauf wartet, von uns abgebaut zu werden. Aber gibt es jetzt hier in der unmittelbaren Nähe keine Station gerade? Erreiche blutrote Felsen. Hier ist ja nicht los. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Finde ich ziemlich kacke, dass hier nichts los ist. Na gut, fliegen wir erstmal zum nächsten Teil des Systems. Wie sieht das jetzt eigentlich auf unserer Karte aus? Ist das jetzt endlich mal aktualisiert und wir haben mehrere Galaxien? Ja, perfekt. Kann ich hier raus? Ne, hier kann ich nicht raus, gell? Shit. Was ist denn das überhaupt für ein Ding, das da links hier durch den Bildschirm geht? Das Ding ist ja ewig lang. Für eine neutral, keine bekannte Gruppierung. Du auch nicht. So, wo erreiche sind wir jetzt hier angelangt? Unerfüllte Versprechen. Warum seid ihr feindlich? Übertrage Rendezvous-Koordinaten. Reaver, Gedönse. Da ist doch eine Station. Ach komm, wir zerschroten den erstmal. Mal gucken, ob ihr hier wenigstens ein bisschen kämpfen könnt. Dafür werden sie teuer bezahlen. Er hat auf jeden Fall schon ein paar stärkere Schilde. Ach, müsste jetzt mich an unsere Leihjägern vorbei. Ach, was für eine Waffe nehme ich? Nehmen wir die hier. Oh, der hat aber auch eine relativ dicke Hülle. Es wurde sicher im Frachtraum der verstaut. Der ist nicht sofort zerplatzt. Was hat er dabei gehabt? Bier. Ganzes Raumschiff voller Bier. Nee, nur 11 Stück. So, kann man hier irgendwas rausholen? Nö. Alles kaputt.
Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter erkunden. Keine Ahnung, wo das gerade hinführt. Ich war einfach schon zu lange nicht mehr hier und nachdem ich die Kampagne abgebrochen habe. Aber los ist hier ja nix, also im Vergleich zu Albion. Komm, gib Stöffchen. Hä? Warum kann ich denn jetzt hier auf einmal diese Mission machen? Was ist da los? Aber da ist doch eine Station. Erreiche Herzleitnebel. Herzleitnebel. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Warum ist denn hier keine Sau? Was seid ihr für welche? Noch mehr Überfallkommandos. Na, den helfen wir doch gleich mal der Station. Ob die mehr als eine Rakete aushalten? Ich glaub's nicht. Zack. Nummer 1. Was bist du da hinten? Oh. Wir wissen es wirklich sehr zu schätzen, dass Sie unsere Station vor den Angreifern beschützt haben. Kann ich das entern? Oder was bist du denn? Bist du ein Großkampfschiff? Man kann es entern. Sehr schön. Hast du auch eine Ladebucht? Nicht, dass ich meinen... Boah, der hat aber viele Waffensysteme, sehe ich gerade. 35. Alter Falter. Sehr geil, den kann man auch entern. Kurz Abstand halten. Lass uns zuerst sicherstellen, dass es keine unangenehmen Überraschungen gibt. Wir sollten damit beginnen, den Sprungantrieb lahmzulegen. Hoffentlich überleben wir das überhaupt. Mal gucken, wann's Lasergewitter losgeht. Ihr Verhalten fordert entsprechende Vergeltungsmaßnahmen heraus. Moment, die Waffe ist gerade nicht so geil. Jetzt lass uns den Antrieb zerstören. Nee, nix Antrieb zerstören. Ich mache jetzt erstmal die ganzen Laserbatterien kaputt. Jetzt erstmal die Schildgeneratoren. Kein Bock nachher von den Dingern innerhalb von 2 Sekunden zerlegt zu werden. Oder Moment. Antrieb könnte ich aber tatsächlich erstmal kaputt machen. Hat er hier irgendwie nur 2 von. So. Ah ne, hier noch kleine. So, Pflichtantriebe. Wo kommst du denn her? Wir sollten damit beginnen, den Sprungantrieb lahmzulegen. Erstmal werden jetzt hier die Batterien platt gemacht. So, die Seite ist kaputt. Mist, da ist noch ein Schild. Oh. Die Energiebarriere Mark 3 beschädigt. Ab dafür, ab dafür. Mark 3 beschädigt. Behemoth Energiebarriere Mark 3 repariert. Gott sei Dank haben wir einen Techniker hier dabei. Alter Falter. Boah, die können aber ziemlich gut schießen. Nee, da verstecke ich mich jetzt erst noch mal kurz. Mache ich halt den komischen Sprungtunnelapparat noch mal kaputt. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht gleich aus meinem Raumschiff rausspringen. Das sieht am vielversprechendsten aus. Ich hoffe, das ist es auch.
Starte Kapseln. Lass uns sicherstellen, dass sie dort in einem Stück ankommen. Kapsel unterwegs. Auf geht's. Die erste ist angekommen. Ja, die erste. Ich hoffe, dass es nicht die letzte war. Verdammte Scheiße, sind das viele Kanonen. Verdammt, wir müssen ihnen helfen. Beschädigt. Was? Ein Flaggschiff. Eines ihrer Schiffe wurde beschädigt. Verdammt, wir müssen ihnen helfen. Keine Solange Kapseln die nur beschäftigt werden, umher. Ist alles in Ordnung. Also gut, sollen nur nicht zum spaßigen Teil. Vielleicht können wir einige Wächter weglocken. Warte einen Moment und lass mich ein paar passende Ziele markieren. So, kaputt. Kaputt. Passt. Ei. Meine Schilder regenerieren sich nur noch total langsam, glaube ich. Ich hoffe, dass wir den Angriff überleben werden. Ich glaube, im Nachhinein war das eine ganz schön dämliche Idee. Aber, naja. Wenn wir die Schüssel verkaufen können... Vielleicht verkaufen... Wollen wir die überhaupt verkaufen? Ich weiß es gerade gar nicht. Was gibt es hier unten noch so? Schutzschild, das mache ich einfach mal provisorisch kaputt. Sie rennen weg! Nutzen wir das Außenrücken vor! Da sind hier irgendwie die 1000 Laserbänke noch versteckt. Vielleicht können wir einige Wächter weglocken. Dort! Schieß einfach auf sie! Die habe ich ja gar nicht gesehen. Ach, da sind ja noch mehr. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Oh, Mann. Da sind wir gleich wieder direkt vorne in den Vollen drin. So, die sind wenigstens mal hinüber jetzt. Vor. Und runter wieder. Vielleicht können wir einige Wächter weglocken. Noch Warte einen Moment und lass mich ein paar passende Ziele markieren. Gucken, ob irgendwas davon ankommt. Na, scheiße, schlecht gezielt. Hört jetzt nicht auf! Passt. Haltet sie beschäftigt! Uiuiuiui. Wir sollten ein Ablenkungsmanöver durchführen. Schon wieder soll ich den kaputt machen. Den haben wir jetzt 5-mal kaputt gemacht. Aber wenigstens hier unten nichts mehr los, ey. Oh. So viel dazu. Hört jetzt nicht auf! Haltet sie beschäftigt! Jetzt müsst doch aber auch bald mal... Vielleicht können wir einige Wächter weglocken. Warte einen Moment und lass mich ein paar passende Ziele markieren. Ich kann sagen, wir müssen jetzt auch langsam mal durch sein hier. Das Ziel ist jetzt in unserer Hand. Yes! An alle. Gute Dickes Arbeit. Schiff. Gut gemacht. Passen Sie für uns darauf auf, Kapitän, während wir einen Ersatz holen. Sehr geiles Schiff gehört jetzt uns. Das ist mal ein Schlachtschiff. Wie sieht's denn eigentlich gerade... Ups. Ach, scheiß drauf, sehr Emir. Wie sieht's denn eigentlich gerade mit unserem... Wasserstoffsammler auf? Aus. Da können wir mal in Ruhe nachgucken. Die Titorelle ist jetzt uns. Wo ist es da? Da. Bohren. Hast du jetzt endlich mal was gesammelt? Ja, der hat jetzt mehr gesammelt. Perfekt. Gut, dann lassen wir den mal da stehen, wo er... Oder wo ist er denn gerade? Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt. Da. Deswegen wird das hier auch die ganze Zeit aktualisiert. Jetzt verstehe ich. Der ist gerade in unerschöpflichen Minen. Ach so, okay. Da kann er auch von mir aus erstmal bleiben.
Und der sammelt jetzt fleißig bei der 5448. 5448. Das Schöpfer-URV ist ein Nahe. 5448. Wie schnell sammelt der? Jetzt wollen wir jetzt nochmal reingucken. Ah, langsam habe ich ganz schön viele Schiffe, das nervt. 5448. Okay, ah, so schnell ist es nicht, aber es ist in Ordnung. Die Folge war doch mal relativ erfolgreich. Wir sammeln Wasserstoff. Wir haben ein scheiß fettes Kampfschiff gekapert. Und ich würde sagen, damit beenden wir diese Folge. Ich muss mich mal reparieren gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.